Hallo Leute, ihr seht jetzt hier den Werkstattwagen. Was wird das? Ja, ihr habt euch ja so ein kleines Unboxing oder Vorstellung eines Produktes. Jetzt sagt ihr, er ist gekauft. Nein, bin nicht gekauft. Aber das ist so, wenn man größer wird, ihr wisst es wahrscheinlich selber, habt schon gehört, wenn ein Kanal größer wird, bekommt ihr auch Anfragen. Unter anderem werden euch auch Produkte zur Verfügung gestellt. Ich sage bewusst zur Verfügung gestellt, weil ich kriege dafür kein Geld. Das ist auch schon mal ganz wichtig zu erwähnen, wenn ich solche Tests mache, weil meine ehrliche Meinung soll auch dabei rumkommen. Die werdet ihr auch gleich hören. Und zwar habe ich von der Firma SimpAir, wie ihr sehen könnt, eine Lampe zur Verfügung gestellt. Und zwar unter der Prämisse Werkstattlampe. Weil das ist dann ein Produkt, wo ich sage, das ist interessant für euch. Eine Werkstattlampe. Hier seht ihr sie jetzt. Ist Metall oder mir sagt Alu. Das hier ist natürlich Kunststoff. Macht eigentlich ganz wertigen Eindruck. Hier unten ist ein Magnet. Und eben ein Seil zum Aufhängen. Hier mal zum Schieben. Dazu kommen wir gleich. Ja. Was kann diese Lampe nun? Sie hat, wie schon erwähnt, ein Magnet hinten, der sogar ziemlich stark ist. Das seht ihr jetzt nicht. Da, hier bin ich wieder. Also, sie hat einen Magnet, der im Gegensatz zu einer anderen Lampe, die ich mir vorgestellt habe, stark ist. Das ist schon mal ein Vorteil als Werkstattlampe, dass sie auch hängen bleibt. Das ist schon mal ganz cool. Sie basiert auf LED-Technik. Hier vorne seht ihr die Lampe und diese Einstellung, die ich vorhin gezeigt habe, hier. Die verändert den Lichtkegel zu einem Punkt, dass man so ein bisschen präzise ausleuchten kann und großflächig. Auch eigentlich nicht schlecht als Werkstattlampe. So, wir haben dann noch eine seitliche Leuchtfunktion, um Sachen anzustrahlen, wenn die mit dem Magnet so hängt. Und ja, eine Warnfunktion. Das ist jetzt schon mal so, weil ich direkt erwähnen kann, so ein bisschen ja, Kritikpunkt. In der Werkstatt brauchen wir die nicht wirklich. Ein weiterer Kritikpunkt, den will ich direkt auch noch dranhängen, ist diese Einknopfbedienung. Ich mag es eigentlich nicht, wenn man immer, ich will jetzt die Seitenlampe haben, also muss ich alles durchschalten. Das finde ich auch nicht so schön. Gut, ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau. Es ist keine Akkulampe, sprich, wir können sie nicht aufladen, einfach über USB oder sonst was und dann benutzen, sondern wir müssen sie aufdrehen. Es kommen zwei kleine AAA-Batterien rein. Das ist auch wieder Vor- wie Nachteil. Vorteil ist, Batterien leer, neue Batterien rein, direkt loslegen, also weitermachen. Nachteil ist, keine Batterien da, es ist sonntags, scheiße. Andersherum ist natürlich bei einer akkubetriebenen Lampe auch der Nachteil, ist sie leer, muss sie sich erstmal aufladen. Also, ich sag mal so, es blinkt. Ich sag mal so, beide Varianten, ob jetzt Batterien oder ein fest eingebauten Akku, haben Vor- und Nachteile und kann man eigentlich nicht großartig negativ ankreiden. Das ist so, ne? Man muss eben sehen, was einem lieber gefällt. Weil, wie gesagt, wenn der eingebaute Akku leer ist, dann müsst ihr erstmal eine Stunde, zwei aufladen, bis ihr weiter nutzen könnt. Hier, Batterien rein, ab geht's. Kann man natürlich auch Akkus kaufen, die man dann auflädt in externen Gerät. Wegen den Kosten würde ich mal sagen, die heben sich eigentlich mehr oder minder auf, ob man jetzt die auflädt, Stromkosten hat oder Batterien kauft. So, taugt sie denn als Werkstattlampe? Wir haben sie hier in der Werkstatt benutzt. Ein Kollege hat sie mit auf ein 3-Tagestreffen gehabt und wir haben sie mal hier und da mal ein bisschen verwendet. Meine abschließende so ein bisschen Meinung ist, als Werkstattlampe, also als Only-Werkstattlampe, um damit zu arbeiten, würde ich mir sie nicht holen. Warum? Weil sie ein bisschen unflexibel ist. Wir können sie nur mit dem Magneten irgendwo festmachen. So, jetzt steht sie hier. Dann haben wir zwar die Möglichkeit, entweder vorne Licht anzumachen oder eine Seite, aber wir können den Magnet nicht, und die hat gerade wieder gesehen, man muss alles durchschalten, damit sie aus ist. Das ist auch nicht so der Knaller. Man kann jetzt nicht, also die hat hier unten ja leider Magnet kein Gelenk, dass man jetzt so
so sie einstellen kann, so wie die Standardwerkstattlampe, die wir ja hier haben. Und sie baut auch relativ groß auf. Habt ihr sie jetzt so irgendwo am Motor hängen, dann hängt sie so mehr oder minder, ne, im Weg, man kann sie nicht wegdrehen. Ich würde sie eher als Allrounder-Lampe bezeichnen. Das heißt, im Handschuhfach bei euch im Auto ist sie super geil, noch zwei Ersatzbatterien drin. Ihr habt immer Licht, wenn was los ist, ne? Und beim Unfall habt ihr auch noch die Warnfunktion. Also im Auto als Allrounder-Lampe, auf ein Dreitagstreffen hat sie auch super funktioniert. Oder als ja, Prüflampe in eine Werkstatt, um mal kurz, ne? Um mal kurz was zu gucken, man hat ja hier diese Einstellfunktion, um mal kurz irgendwas zu gucken, hier so TÜV-mäßig, ist ja was gebrochen, die Feder oder hier und da, kann man sie gebrauchen, aber als Werkstattlampe würde ich sie jetzt nicht nutzen. Die ist ja auch eigentlich wie eine Taschenlampe aufgebaut, wie man sehen kann. Ne? Preis ist 17 bis 18 Euro, findet ihr bei Amazon, unten habt ihr dann einen Link, da könnt ihr mal draufklicken und gucken, es gibt ein paar, die haben die auch mal im Angebot, für ein paar Euro billiger. Ja, das war jetzt diese Lampe. Ob noch weitere Lampen, Werkstattlampen folgen werden, werdet ihr sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal so eine Sache vorgestellt zu bekommen. Wir sehen uns im nächsten Video.